Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf dem Channel von UX Gaming. Mein Name ist Nuri. In diesem Video möchte ich mit euch darüber reden, wie man ein Pro-Gamer wird oder was so die Voraussetzungen dafür sind. Aber bevor wir damit anfangen, im Hintergrund seht ihr ein Gameplay von Fierce, denke ich mal. Ich muss gleich schauen, wie lang das Gameplay wird, aber Link zu ihm in der Videobeschreibung. Das Leben eines Pro-Gamers ist nicht nur in der Anfangszeit schwierig, sondern auch im Nachhinein. Am Anfang ist es einfach so, dass man eine gute Organisation finden muss oder ja eigentlich schon muss, um die eigenen Erwartungen zu erfüllen, aber auch im Nachhinein ist der enorme Leistungsdruck von sich selber aus, um einfach viel, viel besser zu werden oder von der Organisation, die laut Vertrag auch verübt wird, da. Und deswegen ist es nicht das Ganze immer so Halligalli, ich spiele jetzt hier ein bisschen CSGO oder Call of Duty, sondern das Ganze ist schon auf geschäftlicher Basis und deswegen muss man auch die Leistungen erbringen, die in den Verträgen stehen oder die Organisation für einen vorgesehen haben. Bei den meisten Organisationen ist es so, dass man 8 bis 12 Stunden spielen muss laut Vertrag, um seine Leistungen natürlich auch stetig zu verbessern und auch halten zu können. Darunter leidet natürlich die eigene Freizeit und auch die Familie oder die Freunde, die man einfach nicht mehr so oft zu Gesicht bekommt, aber es zahlt sich teilweise wirklich aus für richtig, richtig bekannte Profispieler, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Vor allem als Newcomer in der Szene sollte man sich immer realistische Ziele setzen. Man sollte nicht sagen, ich fahre jetzt nächstes Jahr auf die Champs. Natürlich sollte man irgendwo dieses Ziel haben, sondern man sollte sich immer stetig und konstant verbessern. Mit kleineren Erfolgen, sich einen Namen verschaffen, immer loyal zu seinem Team sein. Das ist eine der wichtigsten Sachen, immer loyal zu seinem Team sein, weil man kann sich wirklich sehr, sehr schnell in der Szene einen schlechten Ruf aneignen. Deswegen immer aufpassen, wie zu wem und zu was ihr loyal seid. Hier nochmal 4 Tipps von Yellowstar von Fnatic. Hab immer die Entschlossenheit, dich zu verbessern. Quasi, man sollte sich immer, immer versuchen zu verbessern. Auch wenn man einen ganz großen Erfolg verbucht hat, sollte man versuchen, aus diesem Erfolg noch mehr rauszuholen und bei der nächsten Gelegenheit wirklich wieder 150% zu geben. Man soll auch immer hartnäckig und positiv bleiben. Wenn du auch keinerlei Verbesserung siehst, bleib trotzdem positiv. Versuch deinen Teammates immer zu helfen, auch wenn sie gerade ein bisschen schlechter gespielt haben oder sonst was. Such die Fehler nicht nur bei anderen, auch bei dir. Arbeitet immer hart an eurem Ziel. Wenn ihr wirklich dieses Ziel habt, erfolgreich zu werden, arbeitet daran. Durch Arbeit, durch Training und durch Erfolge. Aber am wichtigsten ist immer noch, dass ihr das Spiel genießt, dass ihr Spaß an dem Spiel habt. Ihr solltet euch nicht krampfhaft irgendwo hinhocken und 24 Stunden lang dieses Spiel spielen, nur weil ihr Erfolg haben wollt. Der Spaß ist immer noch im Vordergrund, Jungs. Nicht vergessen. Ihr solltet eure Zeit auch gut managen können, dass ihr quasi sagen könnt, ich trainiere von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit, trainiere ich einfach mein Spiel und ziehe das Ganze durch, ohne Wenn und Aber. Und danach habe ich Zeit für Freunde, Familie. Aber ihr solltet niemals vergessen, dass das echte Leben viel, viel wichtiger ist als die digitale Welt. Das vernachlässigen viele, das sehe ich auch auf Twitter oder sonst was, die sogar an Silvester oder an ihren eigenen Geburtstagen einfach 24 Stunden lang immer noch trotzdem durchzocken. Vergesst immer nicht, dass das echte Leben immer noch hier draußen spielt und nicht in der virtuellen. Es gibt natürlich auch Punkte, die dagegen sprechen, ein erfolgreicher Competitive-Spieler zu werden. Manche gehen in die Arbeit, manche noch in die Schule und man kann sich dann einfach nicht 8 oder 9 Stunden hinhocken und das Spiel einfach durchzocken. Das geht einfach nicht. Da ist wirklich die echte Welt viel, viel wichtiger als die virtuelle. Das nächste wäre, dass Freunde und Familie das Ganze noch nicht ganz akzeptieren wollen, was man hier macht. Die Vorurteile sind auch 2017 immer noch da. Man wird als Opfer, als Nerd oder sonst was abgestempelt, nur weil man hier seine Erfolge verbuchen will. Scheißt einfach darauf, was andere sagen. Zieht euer Ding durch und macht das Beste daraus, wirklich. Nur so könnt ihr glücklich sein. Nicht, was andere sagen, sondern was ihr selber machen wollt. Das zieht ihr auch durch, Jungs. Das war's dann eigentlich auch so mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht hat es auch ein paar von euch geholfen. Ich bin raus, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.